Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP Erleben. Wieder mit dabei, hier ist der Thomas. Und hier ist die Janine. Herzlich willkommen. Und heute habe ich mal ein Thema mitgebracht. Okay. Für die heutige Folge sprechen wir über das Thema innerer Dialog. Und da vielleicht nicht jeder sofort was damit anfangen kann, was wir meinen, erzähl doch mal, Thomas, was meinen wir denn damit? Was ist denn dieser innere Dialog? Ich hole ein bisschen aus, weil ich erinnere mich an eine sehr lustige Situation, die mir erst ja sehr viele Jahre später sozusagen, wo ich verstanden habe, was damals passiert ist. Ich habe als kleiner Junge irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, wie ist denn das, wenn man so im Kopf mit sich selber redet? Ja, und mein Vater hat es irgendwie überhaupt nicht verstanden, was ich von ihm wollte und hat immer so gemeint, so ja, ich rede nicht im Kopf mit mir, so nach dem Motto, das gibt's überhaupt nicht. Und ich war damals echt ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, ja, aber ich höre doch hier meine Stimme in meinem Kopf, warum gibt's das jetzt nicht? Ja, und erst viele Jahre später, wo ich dann von NLP erfahren habe, habe ich verstanden, das ist der innere Dialog und es ist völlig normal, dass wir in unserem Kopf mit uns selber reden. Ja, ich meine, manchmal kann man das Ganze ja auch sehen oder hören, beziehungsweise wenn Leute mit sich selber reden, aber das eben laut tun. Das stimmt. Auch ab und zu, ja, dass die Leute so im Selbstgespräch mit sich sind. Das ist ja auch der innere Dialog, aber eben laut nach außen. Ja, oder wenn sie dann das Gesicht verziehen, wenn du dann siehst, okay, jetzt kommt Mimik noch dazu, oh, ja. Runzeln die Stirn und du denkst, okay, was geht da gerade im Kopf vor? Ja, manchmal sieht man sogar die Lippenbewegungen von den Leuten. Ja, genau. Das ist auch total cool. Ich war letztens beim Asiaten und habe auf mein Essen gewartet. Und dann kam ein Mann rein und dann guckt er so auf die Speisekarte und guckt gesagt. Und die ganze Zeit lang und irgendwann ist er wieder gegangen. War nichts für ihn dabei. Nee, scheinbar war das nicht so, was er haben wollte. Sehr witzig. Ja, das machen wir ja also täglich, oder? Oder also das sozusagen nahezu immer? Oder wie ist das? Nahezu immer ist eine ganz gute Beschreibung, ja. Also in dem Moment, wo wir quasi wach sind, jetzt im Träumen ist vielleicht wieder nochmal eine andere Geschichte, aber in dem Moment, wo wir wach sind, geht bei den meisten Leuten also dieser innere Dialog, dieses Geplapper, dieses Kommentieren von dem, was gerade passiert, dem Bewerten von dem, was wir wahrnehmen, was wir haben, was passiert, wie wir mit uns selber kommunizieren, also sprich nachdenken über Dinge, die vergangen sind oder die zukünftig passieren werden. Ja, wir geben uns sozusagen Anweisungen, jetzt machst du das, dann gehst du dahin, wir planen. Ja, das ist alles dieser innere Dialog. Total spannend. Also ich habe das bei meiner Oma immer beobachtet, die hat dann immer jeden Schritt beschrieben beim Kochen, was sie als nächstes macht. So, jetzt mache ich den Deckel auf den Topf, dann stelle ich die zweite Herdplatte an und lege die Pfanne drauf. Also sie hat dann genau jeden Schritt beschrieben. Genau, ja. Habe ich sie gefragt, redest du mit mir, Oma? Nee, ich rede mit mir selbst. Ja. Ja, in der Tat, so funktioniert das ja auch, dass wir uns teilweise wirklich Anweisungen geben, was zu tun ist. Und jetzt sind das ja alles sehr lustige Beispiele bisher gewesen. Kann es auch in die falsche Richtung laufen? Naja, wie alles im Leben, ja, es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Das ist erstmal völlig normal. Und dieser innere Dialog, der ist eben dummerweise nicht bei jedem immer total nett. Ja, auch hier wieder, wir haben viel natürlich, was wir im Laufe der Zeit oder besonders im Laufe der Kindheit von unserem Umfeld und vor allen Dingen auch von den Eltern übernommen haben. Und gerade wenn Eltern oft mit ihren Kindern schimpfen, ja, dann ist das die Installation des inneren Dialogs. Das heißt, so werden die Kinder sich selber in Zukunft vermutlich auch behandeln. Also diesen inneren Dialog bei sich selber hören. Und das ist natürlich eine Geschichte, die nicht unbedingt sehr positiv ist. Ja, natürlich macht es manchmal Sinn, sich selbst zu sagen, dass das nicht gut ist, dass es in die falsche Richtung geht oder wie auch immer. Aber wenn jemand sich innerlich natürlich die ganze Zeit niedermacht, kritisiert, ja, du bist nicht gut, du, die ganze Zeit, ist das nicht unbedingt eine gute Art, mit sich selber umzugehen. Auf jeden Fall. Also ich gehörte da früher auch dazu, dass ein Beispiel, früher, wenn jetzt
wie zum Beispiel was runtergefallen ist, dann habe ich mich beschimpft, habe gesagt, Mensch, bist du bescheuert. Und ich habe nicht kapiert, was das mit meinem Inneren macht, dass das mich eigentlich jedes Mal ein Stückchen kleiner werden lässt und dass das für mein Selbstwertgefühl unglaublich schädlich ist. Und irgendwann hat mir das mal jemand gesagt und dann ist mir das erst aufgefallen, wie oft ich das eigentlich am Tag gemacht habe, mich so selbst zu beschimpfen und mich schlecht zu reden. Und dann habe ich beschlossen, so jetzt reicht's. Jetzt höre ich auf damit und habe dann versucht, klar, am Anfang habe ich es trotzdem gemacht, aber dann ist es mir aufgefallen, oh, jetzt habe ich mich schon wieder schlecht gemacht und habe dann das gleich korrigiert und habe gesagt, nein, ich bin trotzdem okay. Und das war auch ein Satz, den ich dann annehmen konnte. Und dann so im Laufe der Monate konnte ich dann so eine, wie so eine Autobahn im Kopf anlegen. Und dann habe ich dann beim nächsten Vergehen, habe ich dann halt nicht gesagt, du bist bescheuert, sondern habe ich dann gleich den neuen Satz gesagt, nämlich, ich bin trotzdem okay. Aber das war ein langer Weg. Und ich sehe das immer wieder, gerade auch bei vielen Frauen, die sich dann so selbst fertig machen, obwohl sie gar nichts Schlimmes gemacht haben. Ja, das ist tatsächlich etwas, was in unserer Kultur sehr großflächig angelegt ist und im Endeffekt ist es fast ein Tabu, wobei ich weiß nicht mal, ob es ein Tabuthema ist, sondern eher eins, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass es ein Thema ist, ja, weil man kriegt ja nicht unbedingt mit, was jemand anders in seinem Kopf macht. Das kriegen wir ja immer nur alle bei uns selber mit und das, was wir bei uns selber machen, das empfinden wir erstmal als normal. Ja, das ist so wie der Fisch, der das Wasser um sich herum wahrnimmt. Das ist halt normal, weil er ist halt im Wasser. Und genauso ist die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, die Art und Weise, die wir gewohnt sind und dementsprechend als normal empfinden. So, das kommt aber eben sehr viel daher, was wir in frühen Kindheitsjahren bis zum heutigen Zeitpunkt, das hält ja immer noch an, sozusagen als Lernerfahrungen hatten, also als Input. Ja? Was hat uns unser Umfeld beigebracht? Wie gehen wir mit uns um? So, und da haben wir natürlich einen riesigen Rattenschwanz erstmal, ja, weil unsere Eltern haben das wiederum von ihren Eltern gelernt und so weiter, ja. Und irgendwann hat halt irgendwer mal angefangen da mit dem Selbstgeschimpfe und so wurde das halt weitergegeben. Und was würdest du jetzt machen? Also, was empfiehlst du, wie man am besten rauskommt? Naja, wir haben auch hier wieder natürlich aus dem NLP eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Und wir nutzen natürlich an der Stelle den Mechanismus, dass unser Gehirn unglaublich schnell lernt. Ja, wir haben ja eine Lernmaschine zwischen den Ohren. Und wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, wenn du mitkriegst, hey, du gehst gerade nicht gut mit dir um, du beschimpfst dich gerade selber, du machst dich gerade nieder und so weiter, dann ist der erste Schritt, der hier sehr hilfreich ist, natürlich das erstmal zu bemerken, diese Stimme mal wahrzunehmen, wo ist die in meinem Kopf und so weiter. So, und in dem Moment kann ich jetzt entweder mit der Stimme arbeiten, das heißt, ich kann die Tonalität verändern, ich kann die Position von dieser Stimme verändern, was sehr viel von ihrer Wirkungskraft wahrscheinlich schon nehmen wird. Oder ich kann natürlich hergehen und kann diese Stimme tatsächlich so ein bisschen zerstören bis ausmerzen und durch eine positive Stimme ersetzen. Ja, weil wir haben ja jederzeit die Wahlmöglichkeit, dass du dich entscheiden kannst und sagst, okay, ich will jetzt anstatt mich niederzumachen, will ich hergehen und sagen, okay, jetzt sehe ich das mal positiv und unterstütze mich selber. Ich habe ein ziemlich cooles Konzept da dazu und um es ganz kurz anzureißen, ist die Frage nach dem, hey, wie willst du mit dir umgehen, wenn du dir vorstellst, dass das, was du machst, dich weiterbringen soll, ja, beziehungsweise wie würdest du mit jemandem anderen umgehen? Würdest du den beleidigen? Würdest du den niedermachen? Würdest du den die ganze Zeit beschimpfen? Oder würdest du sagen, hey, komm, das war jetzt noch nicht so gut, aber mach's doch so, dann funktioniert's. Ja, also wie würdest du mit dieser Person umgehen? Und dann überträgst du das sozusagen auf dich selbst. Ja, das ist eine gute Methode. Ich habe mir auch irgendwann mal angewöhnt, zu mir selbst wie die beste Freundin zu sein. Also mir vorzustellen, meine beste Freundin spricht mit mir, was würde die zu mir sagen? Und die würde wohl immer wohlwollend mit mir sprechen. Und das habe ich mir irgendwann angewöhnt, dass ich mir dann vorstelle, steht gerade meine beste Freundin neben mir und die würde jetzt zu mir sagen, ach komm, der Kaffee, der jetzt runtergefallen ist, ist doch nicht schlimm, mach mal schnell weg und dann geht's weiter, mach mal einen neuen Kaffee. Genau.
Ja, und was natürlich auch eine total coole Geschichte ist, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Challenge vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, Zuschauer, ist die Geschichte, die Dinge mal ein bisschen lockerer zu sehen und ja, vielleicht auch einfach mal drüber zu lachen. Ja, wenn dir der Kaffee runterfällt, du was vergessen hast, wie auch immer, das Ärgern macht es an der Stelle ja nicht besser. Ja, also die Dinge sind eh schon doof. Das macht schon genügend negative Gefühle. Von dem her einfach zu sagen, okay, naja, shit happens. Okay, dann ja, und mal über sich selber lachen ist eine Geschichte, die unglaublich viel hilft. Ja, genau, ich hatte erst gestern wieder so eine Situation. Ich wollte die leere Zahnpastaverpackung mit aus dem Bad mit in die Küche nehmen, um sie wegzuwerfen. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt hast du was anderes mitgenommen. Und habe mir aber in dem Moment gedacht, okay, nicht so schlimm, die Richtung hat schon mal gestimmt. Auf dem nächsten Weg nimmst du dann die Zahnpastaverpackung mit. Aber das nur am Rande und als letztes Beispiel. Ich würde sagen, es ist ein super Thema, wo wir stundenlang drüber sprechen könnten. Stimmt. Aber für heute haben wir, glaube ich, schon einen guten Einblick gegeben und sagen, das war es mir für heute. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer oder Zuschauer. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ja, achte mal auf deinen inneren Dialog und wie du mit dir selber umgehst und bring das noch ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Du wirst sehen, es funktioniert ziemlich cool. Auf jeden Fall. Okay, ja, dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen, dein Thomas. Und deine Janine, bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.